Ich bin der Gerhard und möchte dir Martin Zweig vorstellen. Jetzt erfährst du, wie er versuchte, den Markt zu timen und welche Auswahlkriterien er für seine Aktien anwendete. Martin Zweig, handle nie gegen den Trend. Martin Zweig begann bereits mit 13 Jahren seine Karriere als Investor, als er von seinem Onkel 6 Aktien von General Motors geschenkt bekam. Aufgrund seiner hohen Intelligenz und durch seine hohe harte Arbeit wurde Zweig einer der Giganten an der Wall Street. Doch auch Zweig wusste, dass seine Zeit irgendwann abläuft und im Gegensatz zu anderen Investoren der alten Schule wie Graham und Buffett arbeitete er nicht nur hart, sondern gab seine Milliarden auch für Spaß und Unterhaltung aus. Sein Büro wirkte aufgrund der Spiele und Raritäten und versammelten Erinnerungsstücke wie ein Spielplatz für Erwachsene. Zweig war zum Beispiel Besitzer der Gitarre von Buddy Holly, der Pistole von Dirty Harry und des Motors aus Easy Rider. Was bringt all das Geld, wenn man sich damit nicht amüsiert? Er war auch Besitzer des beim Ankauf teuersten Apartments von New York. Ein 70 Millionen Dollar teures Penthouse in der obersten Etage des schicken Pierre Hotels. Trotz all des Reichtums war Zweig jedoch auf dem Boden geblieben. Schon von klein auf hatte er sich auf die Börse gestürzt und war darauf fixiert, sich auf dem Markt durchzusetzen und Millionär zu werden. Es dürfte deutlich sein, dass ihm beides mit Glanz und Gloria geglückt war. Er hatte einen Master in Wirtschaftslehre in Wharton, ein MBA an der Universität of Miami und promovierte an der Michigan State University im Bereich Finanzwesen. Er hatte sich mit seinem Newsletter, der Zweig Forecast, einen Namen gemacht und dieser Newsletter begann mit einem Artikel, den Zweig an das Barron-Magazin schickte und indem er sich gehörig über die Verkaufsempfehlung für Aktien von AT&T ausließ. Es muss nicht erwähnt werden, dass Zweig mit seiner AT&T-Kaufsempfehlung recht behalten sollte. Das Brokerunternehmen, das die Verkaufsempfehlungen aussprach, ging einige Monate später pleite. Zweigs einstmaliger Boss beauftragte ihn daraufhin, einen Newsletter zu schreiben. Als sein Arbeitgeber ein paar Monate später wegen Betrugs zahlungsunfähig wurde, kontaktierte Zweig seine Leser und fragte, ob sie bereit wären, für den Newsletter zu zahlen. Der Zweig-Forecast startete mit 40 Lesern und entwickelte sich aufgrund seiner großartigen Performance schnell zu einem großen Erfolg. So war er laut Hulbert Finanzdigest 15 Jahre lang der erfolgreichste Newsletter in den Vereinigten Staaten. Zweig ging allerdings noch einigen anderen Aktivitäten nach. Er unterrichtete an Universitäten, startete einen Investmentfonds in 1986, der Zweig fand, schrieb in demselben Jahr ein Investmentbuch, Winning on Wall Street, begann einen zweiten Fonds und verkaufte seine Fonds 1998 an Phoenix Investment Partners, wobei er jedoch als Stratege aktiv blieb. Außerdem errichtete er seine eigene Beratungsfirma, der Zweig Consulting, und startete 1984 einen Hedgefonds, der noch immer auf dem Markt aktiv ist. Kurzum, bei Zweig traf das Sprichwort Work hard, play hard voll und ganz zu und seine Investmentphilosophie. Seine rigorose quantitative Aktienauslese stützte sich vor allem auf Kriterien, die sich mit der Gewinnentwicklung beschäftigten. Als Investor war er vorrangig an Wachstumsaktien interessiert und daher schaute er nicht nach Aktien, um die ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 5 hatten. Laut Zweig muss damit etwas nicht in Ordnung sein. Er war ziemlich tolerant gegenüber hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, diesen dürften aber nicht das Dreifache des Marktdurchschnitts betragen. Das Gewinnwachstum sollte stabil sein und vor allem auf steigenden Umsätzen
85% beruhen. Denn laut Zweig ist das Senken der Kosten eine begrenzte Quelle für das Gewinnwachstum. Darüber hinaus sah er am liebsten eine Beschleunigung von Gewinnwachstum und Umsatzsteigerung. Wie die meisten Investoren machte er Schulden, wenn auch nicht übermäßig. Dabei verstand Zweig jedoch, dass der Schuldenstand je nach Industrie variieren kann. Daher schaute er nach Aktien um, bei denen der Verschuldungsgrad unter dem Industriedurchschnitt fällt. Außerdem beobachtete er, was Insider machten, denn die haben meist die meisten Informationen über das Unternehmen und dessen Aussichten. Insiderverkäufe sind dabei ein ungünstiges Zeichen. Das Timing des Marktes. Zweig ließ sich auch auf das Bestimmen des Marktsegments ein, wofür er eine Reihe an wirtschaftlichen und technischen Indikatoren verwendete. Er war zum Beispiel der Erste, der die Put-Call-Ratio als Indikator für die Marktstimmung verwendete. Laut Zweig blinken viele Indikatoren der Marktstimmung rot auf, noch bevor der Markt nach unten geht. Er fand es nützlich, diese Indikatoren im Auge zu behalten. Ein paar Indikatoren, die Zweig gewissenhaft im Auge behielt: Diskontsatz und Mindestreservepflicht. Kurzum, die Geldpolitik der Fed. Bekannt ist seine Aussage: Don't fight the Fed. Wenn sich die Geldpolitik verschärft, wirkt sich das negativ auf den Markt aus. Marktzinsen. Die sogenannte Prime Rate ist der Zinssatz, den Banken für ihre kreditwürdigsten Kunden berechnen. Zweig verwendete hier die folgende Strategie: Eine Senkung der Prime Rate ist ein Kaufsignal, sofern die Prime Rate vor der Senkung unter 8% lag. Bei einem Prime Rate von über 8% sind zwei Senkungen für ein Kaufsignal notwendig. Verbraucherdaten: Wenn diese stark ansteigt, befinden wir uns im letzten Aufwärtsstadium der Konjunktur und der Zinssatz wird zunehmen. Das ist ein negatives Zeichen. Umgekehrt ist eine Abnahme des Verbraucherdarlehens günstig, da es oft die Tiefphase des Konjunkturzyklus ankündigte. Diese Indikatoren bilden Zweigs monetäres Modell. Er verwendete auch ein anderes Modell, das auf Indikatoren beruht, die das Marktmomentum abbilden. Wenn ein Konflikt zwischen den beiden entsteht, gewinnt der Marktindikator der Fed. Don't fight the Fed trifft jedoch nicht immer zu. Markttiming ist sehr schwierig und erfordert viel Zeit. Es gibt nur wenige, die diese Kunst beherrschen, und wir haben bereits gesehen, dass viele der Guru-Investoren den Markt oder gar nicht in Betracht ziehen. Laut Buffett besteht der Markt sogar nicht. Der einfach halber lassen wir diese Geld- oder Marktstimmungsindikatoren wie die Put-Call-Ratio außer Betracht und wir konzentrieren uns auf die Auswahlkriterien für Aktien. Zweig hat eine anständige Liste für Aktien, eine Liste von Kriterien. Er war damit bedeutend selektiver als Peter Lynch, der sich auch mit dem Auswahl von Wachstumsanteilen beschäftigt und später noch besprochen werden soll. Die meisten Kriterien von Zweig basieren sich auf das Betriebsergebnis. Nun zu den Auswahlkriterien von Zweig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, dieses muss mindestens 5 sein, um die Auswahl von schwachen Unternehmen zu vermeiden. Umsatzsteigerung im Verhältnis zum Gewinnwachstum. Die Umsatzsteigerung muss nicht weit unter dem Gewinnwachstum sein. Eine Kostensenkung als Quelle für das Gewinnwachstum ist begrenzt. Umsatzsteigerung. Das Kriterium hier ist, dass der Unterschied zwischen den letzten beiden Quartalen des aktuellen Jahres und des korrespondierenden Quartals des vergangenen Jahres größer geworden ist. Gewinn pro Aktie. Dieser muss positiv sein, auch im korrespondierenden Quartal des vorhergehenden Jahres. Der Unterschied zwischen diesen zwei Quartalen muss ebenfalls positiv sein. Das bedeutet, man spricht vom Gewinnwachstum im aktuellen Quartal verglichen mit demselben Quartal
im vorigen Jahr. Jährliches EPS-Wachstum. Dieses muss für die vergangenen 5 Jahre positiv sein. Quartalgewinnwachstum. Das Gewinnwachstum von jedem der vergangenen 4 Quartale muss mindestens die Hälfte des Langzeitgewinnwachstums betragen. Langzeitgewinnwachstum, dieses muss mindestens 15% betragen, am besten jedoch mehr als 30%. EPS-Beschleunigung, das Gewinnwachstum zwischen dem aktuellen Quartal und dem korrespondierenden Quartal vor einem Jahr muss größer sein als das durchschnittliche EPS-Wachstum der vorausgehenden Quartale verglichen mit den korrespondierenden Quartalen davor. Gewinnbeschleunigung. EPS-Beschleunigung. Gleichzeitig muss das EPS-Wachstum zwischen dem jetzigen Quartal und dem korrespondierenden Quartal im vorherigen Jahr größer sein als das historische EPS-Wachstum. Verschuldungsgrad. Dieser darf nicht größer sein als der Industriedurchschnitt. Insiderhandel. Wenn Insider in den vergangenen 3 Monaten dreimal oder öfter eigene Aktien angekauft haben, während niemand Aktien verkauft hat, ist dies deutlich positiv. Das Entgegengesetzte ist ein Kriterium dafür, die Aktien nicht anzuschaffen. Nun zu Performance von Zweig. Im Zeitraum von 1976 bis 1995 verbuchte er eine durchschnittliche Rendite von 25% im Jahr. Umgerechnet kommen wir so auf eine beeindruckende Gesamtrendite von 6.793%. Hierbei ist auffällig, dass er diese Rendite mit einer Volatilität erzielte, die unter der des allgemeinen Marktes lag. 3 Tage vor dem Schwarzen Montag im Jahr 1987 sagte er bei einem TV-Auftritt, dass er sich um die Börse sorge. Glücklicherweise folgten seinen Worten auch Taten, sodass sein Portfolio am Tag des Crashes um 9% stieg. Für Zweigs jüngste Leistungen können wir uns der Performance seines Hedgefonds Zweig Dynamma Partners zuwenden. Zwischen 2006 und 2010 erzielte dieser Hedgefonds eine Rendite von 90%. Dieser Score wurde vor allem 2006 und 2007 eingeholt, 2008 erlitt der Hedgefonds einen Verlust von 6%. Damit schnitt er jedoch deutlich besser ab als der allgemeine Markt. Das Jahr darauf profitierte Zweig allerdings nicht von der enormen Wiederherstellung und sein Hedgefonds verbuchte einen Verlust von 3,5%. 2010 standen die Zähler bei minus 3%. In den Jahren 2010-2011 gab es keine Wiederherstellung des Ergebnisses und wir beobachteten das Entstehen einer negativen Rendite von jeweils minus 5 und minus 3%. Diese Performance ist vor allem dem Fondsaufbau zuzuschreiben, den Zweig Dynamma Partners halten sowohl langfristig als auch kurzfristig an unterschiedlichen Aktien fest. Das sorgt für einen weniger starken Rückgang im Bärenmarkt, kann aber auch der Performance schaden, wenn der Markt nach oben geht. Es scheint auf jeden Fall so, als hätte Zweig in den Jahren 2010 und bis 2012 etwas weniger Fingerspitzengefühl gehabt. Womöglich galt zu diesem Zeitpunkt, als er die 70 überschritten hatte, ein wenig mehr Work a bit late and play a bit harder. Tatsache bleibt, dass er zu Recht ein Superinvestor genannt werden kann und folgt man seinen Kriterien, kann man die Börse langfristig gesehen sehr wahrscheinlich mit Abstand schlagen. Schon auf das i geklickt? Möchtest du mehr über Investments wissen? Dann lass einen Kommentar da und like es, wenn es dir gefallen hat und teile es mit deinen Freunden. Wenn du das erste Mal auf dem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnieren würdest.
Ich produziere jede Woche neue Videos über Aktien, Derivate und Anlagestrategien. Ich werde dir auch Fundamental- und Chartanalyse näher bringen. Und welche Internetseiten ich dafür nutze. Ich werde dir noch einige Online-Broker vorstellen, um deinem Erfolg an der Börse ein Stück näher zu kommen. Ich möchte dir helfen, deine Finanzen selbst zu ordnen und unabhängig von Banken Entscheidungen zu treffen. Jede Woche mache ich neue Videos. Abonniere mich, um auf dem Laufenden zu bleiben, und teile es mit deinen Freunden.